Und ja, das ist verdammt viel Geld. Aber hey, ein Streifenwagen in der Garage und ihr könnt es tunen. Aber die Frage der Frage, wie könnt ihr das zivile Fahrzeug denn jetzt hier freischalten? Das ist tatsächlich eine komplett andere Aufgabe und eigentlich auch ziemlich cool. Ihr braucht dafür mindestens 3 Sterne und müsst 5 Minuten lang überleben. Und es ist wichtig, dass ihr nach den 5 Minuten, wo ihr durchgehend 3 Sterne habt, auch die Cops dann loswerdet und nicht sterbt. By the way, Lester zählt da nicht. Ihr müsst die so loswerden. Und dann habt ihr den zivilen Streifenwagen freigeschaltet und ihr könnt den dann kaufen für mindestens knappe 3 Millionen GTA-Dollars. Auch wenn ich hier sagen muss, die Preise sind wirklich extrem teuer und einfach viel zu übertrieben. Aber die Fahrzeuge sind wirklich super geil. Das muss ich sagen. Deswegen ist eine Sache in diesem DLC, was sie richtig geil gemacht haben. Aber Leute, wie findet ihr es? Seid ihr gehypt wegen diesen Polizeiautos? Oder sagt ihr, ey, die brauche ich doch gar nicht, voll der unnötige Driss? Wie gesagt, haut in die Kommentare. Ich bin raus, euer Matsch. Ciao!